Tag 13 auf Cozy Grove beginnt. Fast schon 2 Wochen sind wir hier. Also, ja, gute Zeit. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir unsere Vögel füttern. Grünzeug habe ich. Auch für dich. Oh, jetzt habe ich... Ah, falscher Vogel. Falsches Tier. Unser großer... Was ist das überhaupt? Ein Tier. Rotwild. Der möchte nochmal Gemüse. Kriegst du gerne. Und dann ernte ich dich auch gleich. Ja, dass ich von dem immer... Warum auch immer... Zwiebeln kriege. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach so. So, hier noch ernten. Na, kein Ei heute. Schade. Weil ja vor allem die Eier wichtig sind. Damit wir endlich mal irgendwann die eine Aufgabe machen können. Dann ernten wir noch den Stein. Und ich hoffe, dass wir heute ein paar Geisterhölzer kriegen. Oh, was ist das denn? Riesiges Erz. Gleich mal prüfen. Moment. Was haben wir denn hier? Essenz von fröhlichem Wild. Die kann ich, glaube ich, spenden. Nehme ich mal mit. Und jetzt möchte ich mal dieses riesige Ding verbrennen. Gibt 4 Eisenbarren. Joa. Kann man machen. Kann sofort ins Lager. Und was wir noch ins Lager tun könnten, wäre hier das Holz. Ja. Oh, wobei, da habe ich immer noch einen Platz frei. Dann packe ich noch rein. Ja, im Grunde habe ich jetzt so viel Inventarplatz, dass ich nichts ins Lager packen muss. Okay, mal schauen. Was machen wir? Ich habe hier noch die Möglichkeit, in Stein zu ernten. Hier kommt wieder Silber raus. Schmelzen wir gleich ein. Erstmal bei Charlotte fragen. Aber sie hat ja eigentlich noch eine Aufgabe offen. Ja. Also da kommen wir nicht wirklich weiter. Allison ist heute auch kein Geist. Hm. Ich probiere ein spannendes neues Rezept mit Knochenmark aus. Oh, sieh doch bitte nicht so ein Gesicht. Vertrau mir. In Frankreich ist das eine Delikatesse. Das glaube ich dir sofort. Nein, glaube ich nicht. Ich brauche nur einen schönen saftigen Knochen dafür. Wo kriegen wir den denn her? Mastodon-Knochen. Was? Sind Mastodons nicht solche Elefanten? Such danach in der Nähe eines Bootes. Okay. Ja, warum nicht? Dann gehen wir erstmal zu Patrice. Ah, wobei, ich kann erstmal das Ei kaufen, sonst vergesse ich das. Morgen ist Mittwoch, das heißt, morgen kriegen wir wahrscheinlich sowieso Eier von Pandam. Das wäre halt super. So, Patrice, wie geht es dir? Du bist ein Geist. Ah, es ist wieder ein Paket verloren gegangen. Zu Händen Patrice Fellback. Du wirst bekommen, was du verdienst. Ein Gewicht, das auf deinem Herzen lastet. Na, kein Wunder, dass ich das nicht bekommen habe. Da fehlt mir eine Postleitzahl. Oftmal muss man das Paket persönlich abholen und ich ertrinke hier in Papierkram. Könntest du mir da vielleicht aushelfen? Ja, bestimmt. Hinter einer... Es war in der Nähe einer riesigen Muschel hinter etwas. Gut, die Muschel, die liegt unten am Strand und direkt unter unserem Lager eigentlich, oder? Das müsste eigentlich die sein. So, ich kann auch noch eben hier Sachen abholen. Oh, so viel Neues. Das ist aber alles hier von der Bäckerei. Okay, das hier nicht. Bäckerei, Bäckerei. Mhm. Viel Glück. Duper Geistwinderchen. Es brauchen sich einige üble Stürme über dem Meer zusammen. Niemand wagt mehr die Überfahrt nach Cozy Grove. Herr Allen, er wohnt am Hafen, meinte, dass man im Licht der Blitze sehen kann, wie sich eine riesige, schwermütige Bestie aus den Tiefen des Ozeans erhebt. Ich zitiere die Farbe des Mondes. Augen aus kaltem Feuer. Okay. Gucken wir eben alle Geschenke ab. Wie voll ist mein Inventar? Jetzt immer noch nicht voll. Okay, gut. Also um das Geschenk, um die Post von Patrice kümmern wir uns gleich. Jetzt geht's erstmal rüber zu Charlotte. Ach Quatsch. Zu Valentina. Mal wieder ein wunderschöner Tag in Cozy Grove. Wusstest du, dass es keine bessere Investition gibt als ein Haus in Cozy Grove? Ganz ehrlich, ich würde mir die ganze Stadt selber kaufen, wenn ich sie mir leisten könnte. Leider verbieten die Vorschriften der Stadt einen solchen Interessenskonflikt. Kannst du dir das vorstellen? Eine Bürgermeisterin, der die Stadt gehört, die die Regeln festlegt und die Häuser an ihre Bürger vermietet? Wie dem auch sei.
Wusstest du, dass ich nicht nur Bürgermeisterin bin, sondern auch lizenzierte Immobilienmaklerin? Ich darf hier zwar keine Immobilien vermieten, aber ich nehme gerne eine Kommission an. Wenn du irgendwann mal aus deinem Zelt ausziehen und dir ein nettes Kolonialhaus gönnen möchtest, hier meine Karte und eine handgeschnitzte Büste meines Gesichtes, damit du mich nicht vergisst. Bürgermeisterin Valentina, gib mir deine Stimme, dann verkaufe ich dir dein Eigenheim. Alles klar. Also Korruption gibt es überhaupt nicht. Merken wir schon. So, hier gibt es aber auch nichts Neues. Oh, gut, Rettich nehme ich mit. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Ja, ich könnte ihm eine Kartoffel hinwerfen. Aber ist das so notwendig, ist die Frage. Eine Süßkartoffel. Gut, ich rede erstmal mit Francesca. Dieser Wald fühlt sich heute etwas fader an. Ich sollte dringend ein wenig schnitzen. Das hier werde ich brauchen. Ja, aber Holz habe ich immer und Äste und sowas, also nimm ruhig. Jetzt werde ich die Skulptur sehen, die in diesem Holz steckt und sie mit meinem Schnitzmesser befreien. Okay, das ging jetzt relativ zügig. Ja, dass wir heute wieder einen sehr kurzen Tag haben werden. Eben das ganze Geld mitnehmen. So, ich würde auch ganz gerne die Früchte mitnehmen. Und genau, hier war noch ein Erzblock. Jetzt auch hier mal eben kurz schauen, was drin ist. Sehr viel. Mein Rucksack ist voll. Oh, warum das denn jetzt? Ich hatte doch so viel Platz. Okay, also ab ins Lager. Da vorbei. Machen wir erstmal hier was, genau. Dauert zwar eine Stunde, hole ich aber halt einfach morgen ab. So. Dann kann ich hier meine ganzen Früchte hinlegen. Da habe ich jetzt echt viele von. Auch die Zwiebel. Die Ornamente. Oh, will ich die überhaupt irgendwo hinlegen? Meine rustikale Deko kommt, glaube ich, hier unten gut an. Also in Ordnung. Ja. Ist das ein Klo? Wir machen das irgendwann alles schöner. Ich glaube, in einem Livestream werde ich das machen. Ah, eine Blockhütte, ne? Naja, gut. Sonst noch irgendwas? Das ist ein wichtiger Gegenstand für irgendwann. Lege ich auch erstmal hin. Und den einen Zaun will ich eigentlich auch weglegen. So. Flammi, du kannst mal eben kurz was verbrennen. So, jetzt aber. Jeremy ist auch ein Geist heute. Das ist gut. Gehen wir erstmal bei ihm vorbei. Hier kann ich noch was ausgraben. Eine Walnuss. Champignon. Nehmen wir alles. Es ist wahnsinnig lustig, ein Geist zu sein, Bastlerkumpelchen. Also nicht so lustig wie ein guter Witz.
Mehr so lustig wie einer meiner Witze. Etwas verwirrend und auch etwas traurig. Ich hab so viel vergessen und diese schwache Wünschelrute, die wir hergestellt haben, bringt nur banale, oberflächliche Erinnerungen ans Tageslicht. Ich habe ein wenig nachgeforscht, was die Fertigung von Wünschelruten angeht. Es gibt eine Möglichkeit, sie zu verstärken, damit sie effektiver werden. Würdest du mir helfen, die Materialien zu finden, die ich dafür benötige? Ich weiß, es nervt, aber ich denke, dass eine stärkere Wünschelrute für uns beide von Nutzen sein wird. Das denke ich auch. Reliktasche, das ist kein Problem. Wir haben ja, habe ich noch ein Relikt in der Tasche? Nee, ich habe das irgendwo hingelegt. Oh Gott, ich hoffe, ich finde das wieder. Gut, werden wir alles hinkriegen. Aber eben die Wünschelrute ausrüsten. Aber hier ist kalt, okay. Hier ist nochmal ein großes Gestrüpp. Kann ich mir gleich mal anschauen. Liegt hier sonst irgendwas richtig Wichtiges rum? Sieht nicht danach aus. Okay, ich gehe noch mal kurz hier ans Gestrüpp. Ich kann irgendwas spenden. Ach genau, ich habe ja die eine Essenz dabei, die kann ich sowieso spenden. Und eingelegtes Gemüse habe ich auch dabei. Wo kommt das denn her? Nein, okay, ich spende es einfach. Es gibt verschiedene eingelegte Sachen. Und hier die Essenz vom fröhlichen Wild. Gibt uns Rezepte. Genau, einmal die, ja, Essenz halt. Dann Schokoladenkuchen. Endlich lernen wir den. Lagerchuro. Oh, lecker Churro. Okay. Die Rezepte haben wir. Jetzt will ich aber endlich mal hier die Briefe und so finden. Hier ist so die große Muschel. Also hier sollte was sein. Hinter einer riesigen Muschel, hinter... Also bei einer riesigen Muschel und hinter etwas. Eine Medaille einfach. Kann ja auch hier oben eigentlich sein. Weil das ist doch sicherlich die Muschel, die gemeint ist. Okay, ich bin überfragt. Gehen einfach. Es sieht hier furchtbar aus. Ich muss das echt mal in Ordnung bringen. Ich kann das gar nicht mehr mit ansehen. Okay, das kann ich dir mal eben kurz geben. Ich habe ja mehr als genug Quarzedelsteine. Das war jetzt schlecht. Ich will ihn nicht verjagen. Okay. So, eine weitere Essenz. Danke. Wieder sehr viel Gestrüpp. Hier oben auch nochmal. Laub. Mit sehr viel drin. Ein Loch. Eine Walnuss. Oh, ich habe gar nicht genug Gestrüpp. Also ich weiß nicht, wo wir Kakaobohnen herkriegen. Sonst würde ich ganz gern... Ach, das ist ein Bonbon. Das ist der Schokokuchen. Auch dafür brauchen wir Kakaobohnen. Da weiß ich halt nicht, wo wir die herkriegen. Ich denke, das geht auch noch gar nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Jetzt will ich aber ehrlich wissen, wo ist der Knochen? Bei einem Boot. Hinter etwas. Okay. Also ich muss auf jeden Fall hier am Strand sein. Hier ist das Boot. Knochen sehe ich nicht.
Aber vielleicht ist es auch nicht das einzige Boot. Damit gemeint könnte ja auch sein, dass beim Kapitän. Und das ist ja auch ein Boot. Definitiv. Ja, hier ist der Knochen. Okay. Nach riesigen Muschel. Das ist schwierig, weil da, wo ich die Muschel eigentlich habe, da habe ich nichts gefunden. Ich frage es uns einfach Dingens. Ja, ich werde jetzt einfach Charlotte fragen. Für wen war der Knochen? Für Allison. Okay, bringe ich ihr sofort hoch. Was haben wir hier noch? Eine Süßkartoffel. Ja, für Patrice, das habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe die Hoffnung, dass er uns heute tatsächlich ein Geisterholz gibt. Wir brauchen ja noch Geisterhölzer. Und wir haben jetzt sehr lange keine bekommen. Gestern gar keins. Ich glaube, vorgestern auch nur eins. Ist nicht so ideal. Schau mal hier. Na gut. Allison, ich habe deine Sachen. Yay, du bringst mir einen Knochen. Oh, ich hätte einen Hühnerschenkel erwartet oder eine Rinderrippe. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Knochen das sein soll. Nun denn, ich liebe ein gutes kulinarisches Experiment. Gut, ich bin froh, dass du mich bezahlst und mir nicht etwas von deinem Essen mit abgibst. Das ist eher in meinem Interesse. So, schön das Geld mitnehmen. Dann können wir uns auch den Tipp bei Charlotte leisten. Ja, es zeigt schon mal zum Strand. Ich denke, es ist hier oben bei Jeremy, oder? Nee, es zeigt wirklich runter. Hey, aber da kann ich doch nicht hintergehen, oder doch? Ja, okay. Dann war es nicht so schwer. wie dumm. Patrice, bitte sehr. Oh, ein Gewicht, das auf deinem Herzen lastet. Jetzt verstehe ich es. Das ist ein Orden, ein Bronzestern. Kann sein, dass er mir mal gehört hat, aber eines weiß ich. Ich habe ihn nicht verdient. Oh, er ist so streng mit sich. Komm, Geisterholz. Das ist endlich. Und für diese Laterne habe ich keinen Platz. Ist aber egal, die kann ruhig hier stehen bleiben. Dann haben wir ganz viel Licht. Sehr schön. Ist auch irgendwie eher so ein Leuchtturm. Ja, werde ich mir irgendwann woanders hinstellen, wenn ich hier wirklich mal die große Aufräumaktion starte. Jetzt muss ich mich um die Reliktasche kümmern. Ja, es wird warm. Nein, es wird kalt. Kalt. Warm. 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 Kalt. Warm. Sehr warm. Kalt. Sehr, sehr warm. Und da ist es. Okay. Das ist cool mit der Wünschelrute. Das macht Spaß. Oh, neues Relikt. Ja, Moment. Ich glaube, ich habe zwei Relikte. Ich muss sie nur eben finden. Wo habe ich die hingetan? Ich weiß es nicht. Hm.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich Relikte hatte. Ich weiß nur nicht, wo ich sie hingetan habe. So, die Kruckbecher können hier hin. Das lege ich auch wieder hier hin. Wo habe ich meine Relikte hingetan? Oder habe ich die gespendet? Habe ich die einfach liegen lassen, weil ich das Inventar voll hatte? Ich muss mir echt irgendwie eine Lagerlösung überlegen. Andererseits, ich weiß nicht, wo es liegen sollte. Ein bisschen blöd. Aber ich sehe hier auch nichts. Ja gut. Sondern so Hufeisen. Ah, ist das nervig. Vielleicht habe ich sie auch verkauft. Ich weiß es nicht mehr. Das hier kann ich mitnehmen. Vielleicht kriegt er da auch irgendwie 8-mal Asche raus. Auch das denke ich irgendwie nicht, aber man kann es ja versuchen. Eine kriege ich da raus. Ja, schade. Was soll ich sagen? Ist jetzt irgendwie doof. Keine versteckten Gegenstände. Ja, ich habe auch leider nur ein Geisterholz von 2, die ich bräuchte. Eins noch. Und eins gibt es auch noch, aber ich komme halt nicht dran. Es tut mir leid, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh nö. Oh, wie super nervig. Und zweimal am Tag geht die Wünschelroute, glaube ich, nicht. Das wird mir zumindest nichts angezeigt. Nee. Ich denke, da kriege ich nichts mehr raus. Ich habe aber noch was zum Spenden. Hm, 19.04. Das war gestern. Habe ich also tatsächlich gespendet, die kaiserliche Münze. Dann ist das zumindest geklärt. Ja, was soll ich sagen? Das ist ja super gelaufen. Dann müssen wir das einfach so akzeptieren. Haben gar keine andere Wahl. Ich komme weiterhin nicht wirklich voran. Ich hoffe, es klärt sich morgen, wenn wir die Eier kaufen können und dann endlich dieses komische Dinge machen können für den Kapitän. Da sind wir jetzt wirklich lange hinterher, ein paar Tage schon.
Das gefällt mir nicht ganz so. Ja. Ist jetzt so die einzige Hoffnung, die ich habe. Ansonsten, ich kann immer Sachen mitnehmen. Ich kann Steine ernten. Aber das ist halt alles, was ich machen kann. Ich kann auch noch eben den Wicht füttern. Eine Essenz. Naja. Gut, dann sind wir wohl fertig. Ja, ich denke, wir sind fertig. Ich werde hier nichts mehr finden. Ich meine, ich hätte irgendwo noch eine kaiserliche Münze hingelegt. Aber ich weiß halt nicht, wo oder ob das überhaupt stimmt. Von daher, wir sind fertig für heute und machen am nächsten Tag weiter in Cozy Grove. Ich freue mich drauf. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.